In Aldgate leben Dutzende jüdische Metzger und die Hälfte von ihnen heißt bestimmt Joseph. Außerdem müssen Sie wissen, Mr. Holmes, wir Juden halten uns aus dieser Mordserie lieber heraus und wollen mit diesem Jack the Ripper nichts zu tun haben. In ganz London zeigt man mit dem Finger auf uns und behauptet, ein Jude hätte diese Frauen so zugerichtet. Unsere Gemeinde ist in großer Gefahr, wissen Sie. Da war schließlich diese Sache mit Lipschki und Lederschürze. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber versprechen kann ich nichts. Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. So, Verabschiedung. Gut, dann vielleicht bis bald, Mr. Solomonowitsch. Sie sind immer willkommen, Mr. Holmes. Ich bin lange genug die Straßen von Whitechapel auf und ab gegangen und sollte in die Baker Street zurückkehren, um über die neu gesammelten Fakten nachzudenken. Dann gehen wir raus. So, auf zu Baker Street. Bottom. Guten Tag, Holmes. Guten Tag, Watson. Hören Sie, Holmes, ich weiß, ich hätte eigentlich früher kommen sollen, um Sie über meine Nachforschungen in Kenntnis zu setzen. Aber dieser Fall ließ mich meine Patienten und meine Frau mehr vernachlässigen, als mir ehrlich gesagt lieb war. Ich konnte mich die letzten Tage um diese Dinge kümmern und bin wieder bereit, die Ermittlungen voranzutreiben. Sie müssen sich nicht rechtfertigen, Watson. Auch wenn ich Sie als Beobachter dulde und Sie mir gelegentlich mit einfacheren Arbeiten unter die Arme greifen, möchte ich Sie dennoch daran erinnern, dass Sie bei diesem Fall keinesfalls unverzichtbar sind. Oh, Sie dulden mich als Beobachter. Das geht zu weit. Nun gut, Herr Detektiv. Trotz meiner Abwesenheit habe ich an diesem Fall gearbeitet. Dabei meine Ehe aufs Spiel gesetzt und schließlich einen vertraulichen Brief in die Hände bekommen. Sein Inhalt ist äußerst brisant und betrifft Dr. Tumblety und seine Gebärmuttersammlung. Lassen Sie mich sehen. Ach nee, Leute. Eins, zwei, zwei Seiten. Mein Herr, hiermit sichere ich Ihnen meine uneingeschränkte Unterstützung in dieser Angelegenheit zu, wegen der ich Ihnen schreibe. Niemand wird Schande über unsere Einrichtung oder uns selbst bringen können. Unsere verehrten Kollegen unterstützen unsere Vorgehensweise und sie werden nicht mit der Polizei kooperieren, solange die höheren Interessen, denen wir dienen, nicht gefährdet werden. Wie Sie auch erwähnt haben, dürfen wir nicht zulassen, dass wir den ungebildeten Menschen die Zwänge der medizinischen Forschung erläutern müssen. Ein allgemeiner Vertrauensbruch würde nur dazu führen, dass die Presse diese Angelegenheit mit schrecklichen Morden im East End in Verbindung bringt. Aus diesem Grund habe ich vorsichtig das Gerücht, das Sie in Ihrem Brief erwähnten, ins Gespräch gebracht, als ich mich mit meinem Kollegen getroffen habe. Es scheint nicht unbegründet zu sein, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Vor 18 Monaten trat ein amerikanischer Arzt in London tatsächlich mit einigen Krankenhäusern in Kontakt. Seine Absicht war, weibliche Körperzeile zu erhalten, genauer gesagt Gebärmütter. Anfänglich war seine Motivation der Abschluss seiner Forschung und ihre Veröffentlichungen. Der nämliche Arzt hatte vor, jede Forschungsarbeit, die er an allen beteiligten Kollegen schicken wollte, ein frisch in Formalin eingelegtes Gebärmutterpräparat beizulegen. Dabei war eine große Menge nötig, die dieser Arzt bot einen Preis von 20 Pfund pro Gebärmutter. Die Krankenhausdirektoren haben dieser Nachfrage keine Aufmerksamkeit geschenkt, davon hat man mich überzeugt. Unter uns gesagt, mein Herr, wer weiß, welche seltsamen Folgen diese Vorhaben des amerikanischen Arztes gehabt hätten. Gerüchte über diese ungewöhnliche Anfrage machten in den betreffenden Krankenhäusern die Runde und haben sich seitdem auf andere Häuser ausgebreitet. Einfache Tagelöhner, die unseren Organisationen arbeiten, dachten, dass sie für 20 Pfund durchaus einen kleinen Diebstahl wagen könnten. Vielleicht gar Schlimmeres. Die Identität des Arztes ist mir nicht bekannt, aber er hatte so einer meiner Kollegen höchst bemerkenswerte Referenzen vorzuweisen.
Nach einiger Recherche habe ich jedoch keinerlei Publikationen diesseits und jenseits des Atlantiks gefunden, die mit dieser Angelegenheit in Zusammenhang stünden. Wie es scheint, verließ der Mann London kurz darauf. Ich glaube, dass er vielleicht wieder nach London zurückgekehrt ist und jemand gefunden hat, der ihm dabei helfen könnte, die gewünschten Einkäufe zu tätigen. Ausgezeichnet. Dieser Amerikaner könnte uns noch von großem Nutzen sein. Das ist richtig und noch nicht alles. Ich habe Nachforschungen angestellt und bin dabei auf eine Krankheit gestoßen, die Symptome im Genitalbereich hervorruft und in bestimmten Fällen auch zu Missbildungen im Gesicht führen kann, die den Verletzungen ähneln, die der Mörder dem letzten Opfer zugefügt hat. Der Name der Krankheit lautet Syphilis. Und diese Missbildungen treten bei betroffenen Kindern auf. Das weiß ich bereits seit Tagen, Watson. Wirklich? Hören Sie zu, Watson. Da Sie jetzt eh schon hier sind, können wir auch unsere Ermittlungen vorantreiben. Erinnern Sie sich an die Karte, auf der wir die Wohngegend des Mörders eingezeichnet haben? Ich denke, wir sollten dort ansetzen. Hier. Ich habe von einem anderen Mordfall erfahren, der vor dem Mord in der Bucks Row verübt wurde. Ort des Verbrechens waren die George Yard Buildings. Wir sollten den Tatort auf der Karte vermerken und überprüfen, ob er im vermuteten Wohnbereich des Täters liegt. Wir müssen den Mord an Martha Tabram in den George Yard Buildings auf der Karte vermerken. Ja, das passt aber. Hier wurde Martha Tabram ermordet. Es gibt keinen Grund, den Tatort aufzusuchen, da ich bereits alle Informationen habe, die wir in dieser Angelegenheit brauchen. Wie Sie sehen, wurde dieser Mord in der Gegend begangen, in der wir den Wohnort und sicheren Rückzugspunkt des Täters vermuten. Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen dem Mord an Martha Tabram und der Ermordung von Polly Nichols. Beiden Opfern wurden nicht dieselben Verletzungen zugefügt. Und der zweite Unterschied? Der zweite Unterschied beruht auf dem Gutachten eines Arztes. Dieser behauptet, dass zwei Waffen benutzt worden sein könnten. Und wenn man in diesem Geschäft einer Berufsgruppe nicht blind vertrauen sollte, dann sind das die Ärzte. Nicht wahr, Watson? Passen Sie bloß auf, Holmes. Der Mord an Martha Tabram wurde in einer Gegend verübt, aus der der Mörder, seine Feigheit ist unumstritten, schnell fliehen konnte. Einer Gegend in der Nähe seines Wohnorts. Seinen zweiten Mord musste er weiter entfernt von seinem Wohnort begehen, damit die Polizei nicht beide Fälle miteinander in Verbindung bringt. Da sich sein letzter Mord als ineffektiv erwiesen hat, brach er für seine weiteren Morde in unterschiedliche Richtungen auf, jedoch ohne sich weiter als zwingend notwendig von seinem Wohnort zu entfernen und stets mit seiner Flucht im Hinterkopf. Mein lieber Watson, wir wissen jetzt, wie dieser Mann aussieht, in welcher Gegend er wohnt und dass er direkt oder indirekt von Syphilis betroffen ist. Lassen wir auch die anatomischen Kenntnisse nicht außer Acht, über die er höchstwahrscheinlich verfügt. Aufgrund seiner wohl niedrigen gesellschaftlichen Stellung ist es sehr wahrscheinlich, dass er Metzger ist. Allerdings ist es durchaus möglich, dass er mittlerweile einen anderen Beruf ausübt. Vielleicht war er auch Arzthelfer, wer weiß. Um Klarheit zu schaffen, brauchen wir die Zeugenaussage des anderen Josephs, sowie die von Dr. Tumblety. Wie sollen wir vorgehen, Holmes? Da uns eine Zusammenarbeit mit der Polizei nicht weiterbringen würde und sowieso nicht möglich ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten, Watson. Warten und hoffen, dass wir mit diesen beiden Männern reden können, bevor der Mörder wieder zuschlägt. Ach, endlich! Das war ein langer Arbeitstag. Wie geht es Ihnen, Holmes? Gut, Watson, gut. Ich vermute, Sie haben immer noch keine Neuigkeiten aus Whitechapel. Nein, Watson. Fast ein ganzer Monat ist verstrichen. Wer weiß. Vielleicht hat sich unser Mörder selbst gerichtet, weil er sich seiner Schandtaten bewusst wurde und ihn Schuldgefühle plagten. Auf keinen Fall, Watson. In der Angelegenheit mit der Niere, die als Päckchen verschickt wurde und große Aufmerksamkeit in der Presse erregt hat, haben Sie nichts unternommen. Warum nicht? Als der Mörder die Kreidenachricht an die Wand geschrieben hat, wollte er großen Schaden anrichten. Der dem Päckchen beiliegende Brief war jedoch nur für einen bestimmten Empfänger gedacht und sollte bei dieser Person Empörung auslösen. Der Mörder hat bisher nie etwas getan, das nicht auch einen Nutzen bringt.
Um zu belegen, dass die Kreidenachricht in der Goulston Street von ihm stammt, hat er einen eindeutigen Beweis zurückgelassen. Das Stück der Schürze. Kann man diese Niere wirklich als ebenbürtigen Beweis ansehen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sich unzählige Briefe auf Ihrem Tisch stapeln. Wäre es nicht an der Zeit, sich eines anderen Falls anzunehmen? Keinesfalls, Watson. Ich glaube, dieser Joseph scheut davor zurück, mich zu treffen. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor dem Mann, den er gesehen hat. Ein Mann, der berüchtigt ist für seine Grausamkeit und seinen Hass gegen die Juden. Leute wie diese gibt es in Whitechapel sicher viele.